Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Season von Zootycoon 2. Sieht man hier auch ganz schön. Und zu diesmal werden wir eine Herausforderung starten. Das gefällt mir. Na, willst du wohl? Jetzt will er nicht mehr. Gemein. Machen wir den Stadt so groß. Fang an mit 40.000. 40.000 finde ich gut. Boah. Einmal kurz ein bisschen klicken. Gut, 40.000, wir fangen an. Ich fange einen neuen Zoo an, weil ich mir einen neuen PC gekauft habe. Und da sind die Speicherdaten natürlich nicht mehr auf dem PC. Also auf dem Laptop sind die Speicherdaten und ich wollte jetzt einfach mit einem neuen PC aufnehmen. Was natürlich klar sein sollte. Willkommen. Das könnt ihr euch ja selber durchlesen. Okay, das machen wir doch mal direkt. Und zwar ist es auch schnell getan, machen wir hier gerade mal auf Pause. Während wir bauen, sonst geht so viel Zeit verloren. Meerestiere sollen wir bauen. Oder zumindest spenden für Meerestiere. Da haben wir Meerestiere, Mantarochen. Das ist schon mal wichtig, dass wir dann überhaupt Meerestiere bauen können. Jetzt kriegen wir noch wegen den Wegverkäufen Geld zugeschrieben. Ist ja auch richtig so. Hoffentlich sind die Besucher interessiert an den Mantarochen. Sonst macht es keinen Sinn, welche zu bauen. Ist meine Meinung zu dem Thema jetzt. Hallo? Ach ja, stimmt ja. Wir müssen gerade mal die Zeit laufen lassen. So lange können wir schon mal hier so einen Getränkestand bauen. So ein Hotdog-Stand. Toiletten am anderen Ende des Weges. So ein paar Brezeln noch. Und ja, und so ein Geldautomaten muss auch noch sein. Dann packen wir hier noch so Tische rein, die wir querstellen. Mit Mülleimern. Und ja. So ein Tundra-Brunnen, was kostet der? Wie sieht der so aus? Müssen wir den Weg aber hier verbreitern. So, verbreitert. So, wenn die jetzt reinkommen, sehen die erstmal den Tundra-Boden. Ach ja, wir wollten ja was für Mantarochen bauen. Erstmal brauchen wir dafür hier
Ich habe auch vor, mich eher in die Richtung von Meeresbiologie zu bewegen, weil das ein Thema für mich ist, was ich lieber mag, ehrlich gesagt, als so normale Tiere. Deswegen kam das Angebot gerade richtig schön gelegen. Erstmal nur noch 28.000. Zum Schlafen brauchen die nichts. Korallen sind vielleicht noch gut. Und so Fähnchen. Steinchen haben die da genug. Zum Futtern haben die da jetzt auch genug. Bauen wir gerade mal den Weg drumrum, würde ich sagen. Ihr könnt mir auch Tipps geben für die Gestaltung des Zoos. Da wäre ich sogar ziemlich dankbar für. Mal gerade drehen. Wir machen den Weg mal wie immer zwei breit. Und das ziehen wir auch durch bis nach da. Dann brauchen wir noch sowas hier und einen Tierpfleger, der sich um die Mantarochen kümmert. Und dann holen wir ein Weibchen und ein Männchen. Kriegen wir eventuell noch? Ja, wir kriegen noch welche für den Zoo. Das ist natürlich super. Was kosten die eigentlich? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, was die kosten. 1200, das geht eigentlich. So, dann machen wir hier drunter rum noch so. Haben wir die nicht im Meeresstyle? Ja, dann machen wir die in Piratenstyle. Da ein Spendenkästchen. Da eins. Da eins. Und da eins. Dann da eine Parkbank. Da eine Parkbank. Machen wir hier noch eine hin und da und hier und hier. So, dann haben wir das erste Gehege schon. Da, wir passen mal gerade den Preis an, damit wir hier überhaupt schon Besucher reinkommen. Natürlich werden wir auch andere Tiere hier reinmachen, aber sagen wir es so, wir machen das eher. Also erstmal würde ich mich gucken, dass wir uns auf Meeresbiologie und alles, was mit dem Meer zu tun hat, spezialisieren. Deswegen nennen wir den Meeres. Biologie Park. So. Ich hoffe, dass das richtig geschrieben ist. So, wir haben jetzt hier zwei männliche und zwei weibliche Mantarochen drin.
Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie die heißen sollen. Und jetzt gucken wir uns schon erstmal an, was wir Schönes gebaut haben. Erstmal hier schön der Brunnen. Der plätschert auch schön. Die muss aufs Klo. Dann kostet das Klo eigentlich? Gar nichts, finde ich gut. Was kostet das? Und machen wir das auch mal alles auf niedrig. Kostet es hier schon was Geld abzuheben? Nee. Schade. Finde ich gut, wenn man... Jetzt sieht man schon hier, wie die schwimmen. Ich werde auch mal versuchen, ob ich es hinkriege, irgendwie ein Bild einzublenden, wie die in echt aussehen. Wenn ich das schaffe, dann seht ihr das jetzt. Wenn ich es nicht schaffe, habt ihr es jetzt nicht gesehen. Und dann, wenn ich es nicht schaffe, vergesst es auch einfach. Guck mal, wir können mit denen sogar schwimmen. Einfach runter. Bäume. Wie sieht's mit Bäumen aus? Landschaft. Graslandbäume. Findet. Machen wir das jetzt einfach mal so ein bisschen. Habe ich jetzt einfach mal so entschieden. Nein, die muss versetzt werden. Bis zum Becken. Dann gucken wir uns das nochmal an, wie das aussieht. Sieht doch schon mal cool aus. Wenn man hier reinkommt, sind hier so eine ganz viele Bäume. Natürlich werden wir das auch noch irgendwie umbauen oder so. Ich habe aber noch nicht wirklich eine Ahnung wie. Das hat alles nicht wirklich was mit Meer zu tun. Mantarochen haben wir jetzt ja und die werden sich auch noch vermehren. Davon könnten wir ja eigentlich mal hier so ein Känguru-Dings und sowas. Alter, das kostet ja was, um es zu erforschen. Schneemann, Standfernglas. Hier können wir auch so eine Show später machen mit Meerestieren. Wenn wir die geeigneten Tiere dafür haben. Oder Pinguine, die schwimmen ja auch im Meer. Das gehört ja auch alles zum Meer. Hier ist auch Meeresbiologie. Werden wir auch später machen. So. Wir haben schon etwas weniger Geld als sonst. Wir müssen jetzt hier immer regelmäßig einmal rein, um das Wasser sauber zu machen. Normalerweise gibt es dafür extra auch so Pumpen im unbegrenzt Geldmodus. Aber wir können die noch nicht kaufen, weil wir sind noch nicht frei. Haben wir eigentlich schon so eine Forschungslabor für ausgestorbene Tierarten? Ja, Zuckerwatte. Ne, Zuckerstangen können wir auch mal machen. Oder ein Dino-Park können wir auch irgendwann später mal machen. Wir wollten ja hier sowas noch für die Tiere machen. Für die Kinder machen. So.
und noch so zwei Rudolf, so zwei, drei Rudolf-Dinger, wo die Kinder sich dran vergnügen können. Und hier können wir auch später so eine Jeep-Station irgendwann mal machen. Wir werden mal sehen. Erstmal bleiben wir bei Meeresbiologie. Gab's schon Beschwerden? Nö. Jetzt warten wir gerade noch, bis die Zuckerstangen erforscht sind und dann. Gut, dann gucken wir uns gerade die Tiere an und dann war es das auch schon für diesen Part oder für diese Folge. Jetzt mach doch hinne. Geht doch. Geht doch. Ich finde die relativ majestätisch. Bekommen wir... Dann müssten wir mal erklären, wie wir hier diese... Vielleicht kennt ja der ein oder andere das Spiel auch. Wie bekomme ich am besten diese Sterne hier hoch? Denn umso mehr Sterne wir haben, umso bessere Tiere kriegen wir. Dino, ausgestorben. Kriegt nichts mehr zum Meeresding. Also ist relativ schwer, hier so einen Meeresbiologie-Park aufzubauen. Auf jeden Fall, das war's von der Folge erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich speichere gerade. Da geht auch schon meine Stimme weg. Ich speichere gerade mal ab. Warte, hier dieses Spiel löschen wir mal gerade. Und machen gerade hier den Meeresbiologie-Park. Speichern das Ganze. Spiel gespeichert. Zurück zum Hauptmenü. Ohne Speichern fortführen. Wir haben ja gerade gespeichert. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Zoo Tycoon 2 Season 2. Ich, ja, bis dann. Ciao.